Dann schauen wir mal, es ist jetzt Active Track an. Das heißt, er verfolgt mich. Ich bin dann noch ein bisschen vorsichtig, ne? Und hier noch Bäume sind überall. Ja, bremst ab. Ja, geht ein bisschen rüber. Da war so ein kleiner Tannenzweig. Jetzt bremst du auch wieder ab. Mal gucken, ob er mir hier folgt. In den Wald hinein. Ja, er dreht mit. Da sind Äste. Dann fliegen wir noch mal dort hinten hin. Also Active Track funktioniert. Ganz feine Äste, natürlich ein bisschen kritisch gerade. Und wenn ein Anruf kommt, schaltet sich das Teil ab und folgt nicht mehr. So, da hinten kommen jetzt Leute. Das heißt, ich werde jetzt hier landen. Landing. Was mir fehlt, ist wirklich die Funktion im vollen Format, Fotoformat, entsprechend gleich Fotos zu machen. Da ist meine Wiese wieder. Dann fliegen wir jetzt da mal wieder hin. Ich höre gerade irgendwie wieder so ein Kranich schreien. Das gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das hier hören kann. Das ist nicht gut.
weiter zu diesem Objekt. So. Ein Stück zurück. Jetzt kann ich ja mal ausprobieren. Poi ausprobieren. Langsam einmal drumherum. Go. Können wir noch ein bisschen schneller machen einfach. Oder ganz schnell. Das funktioniert ja soweit ganz gut. Dann fliegt er einmal darum und herum. Ja. Kann den Gimbal auch noch bewegen dabei. Wunderbar. Und kann das auch abbrechen. Zack. Jetzt kann ich einen anderen Poi wählen. Nein, kann ich nicht. Wie kann ich denn jetzt einen anderen wählen? Nehmen wir den mal raus. Also diese Helligkeitsschwankung finde ich schon relativ stark, hell-dunkel, aber ich könnte ja theoretisch auch ich habe jetzt mal die Helligkeit gespeichert und siehe da, das ist viel, viel besser, da verändert sich wenigstens nichts.